Guten Morgen, meine Lieben. Es ist morgen um 7 Uhr und schön, sind ihr hier wieder mal am Schauen, was in meiner Welt so abgeht. Die ein oder andere hört es vielleicht schon. Es hallt ein bisschen und ich weiß natürlich auch wieder auf Hochdeutsch. Und zwar ist es so, ich bin umgezogen, ich bin gerade in meiner neuen Wohnung und ich habe mich so auf diese Zeit gefreut, respektive gefreut und nicht gefreut, weil Umziehen ist immer mit so viel Arbeit verbunden. Ja, zuerst mal zu dem Ding da im Hintergrund meiner Küchenbar. Ich muss ja ehrlich sagen, ich war zuerst mal richtig enttäuscht, als ich hier in meine neue Wohnung gekommen bin, weil ich ehrlich gesagt mir das ein bisschen anders vorgestellt habe. Ich habe die Wohnung noch nicht gesehen, sie war halt noch nicht komplett fertig. Und ich habe aber eine fertige Musterwohnung davon gesehen und die hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt hier sind einige Dinge anders, die ich halt nicht so erwartet hätte. Zum Beispiel, habe jetzt hier noch ein bisschen abgedeckt vom Streichen, aber eigentlich hätte ich hier durchgehend Parkett gewollt, wie in der Musterwohnung auch. Und ich hatte keine Ahnung, dass hier dieser hässliche Plattenboden drin ist. Und ich finde es halt richtig hässlich, wenn der Raum offen ist und da einfach die Platten so sind. Ich weiß nicht, das ist Geschmackssache, ich hasse das. Muss ich dafür schauen, dass das vielleicht noch irgendwie anders gemacht werden kann. Und eben, weil ich nicht so viel Fläche hatte und hier irgendwie einfach so komisch offen ist mit diesem Boden und ich das irgendwie kaschieren will, habe ich mir gedacht, da muss ich mir eine Küchenbar besorgen. Habe die dann so ja, last minute gekauft, selber zusammengesetzt und selber angestrichen. Ich finde dieser Look noch total cool. So dieses durchsichtige Holzweiß und die kommt dann hier hin und wird hoffentlich irgendwie cool aussehen als Erweiterung meiner Küche. Es wird mega Arbeit, wie es dann wirklich so ist, wie es mir gefällt, wie ich mich wohlfühle, aber ich freue mich drauf, es gibt viel zu tun und ihr seid natürlich mit dabei. Geklingelt jetzt kommen meine Möbel. Oh mein Gott, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil ich bin jetzt so hier gesessen, habe hier so über meinen Raum geschaut und ich weiß noch gar nicht, wo mache ich jetzt den Esstisch? Soll ich den jetzt hier längs oder quer? Von Belliani sind jetzt hier immer alles am Aufbauen und ich bin hier einfach ein bisschen am Rumstehen und überlege mir, wie ich dann was platzieren will. Die Couch ist schon ein bisschen größer, als ich es gedacht habe, aber mega, mega, mega schön. Jetzt weiß ich nur noch nie, wie ich die in den Raum stellen soll. Super praktisch, wenn man mal nur zuschauen muss. Und dem blüht dann noch dasselbe Schicksal wie dieser Küchenbar hier. Meines Einzugs schon gezeigt, wie es hier so zu und her geht. Mittlerweile wohne ich seit fast 2 Wochen hier. Es ist noch immer nicht alles ganz so, wie es muss. So typische Sachen, die man immer so ein bisschen rauszögert, wie zum Beispiel die Lampen aufmachen, habe ich noch immer nicht gemacht. Also noch nicht alle auf jeden Fall. Aber es ist einiges gegangen und ich freue mich drüber, fühle mich schon sehr wohl hier. Und ja, zeige euch mal, wie es jetzt so aussieht in meinem neuen Reich. Thank you.
Bett. Zwar, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Das Bett oder die Couch, beides ultra bequem. Ich habe alle meine Möbel von Belliani und dieses 1,80 Boxspring-Bett. Das ist einfach wirklich der Wahnsinn. Also das ist, ich fühle mich wie im Hotel jeden Tag. Und auch die Couch, mega bequem. Mir gefällt das Design mega. Farblich passt alles gut zusammen. Ich bin super happy mit der Wahl meiner Möbel. Und ja, jetzt was natürlich noch viel ist, viel Deko und sonst so ein bisschen Zeugsachen. Ich hatte bis jetzt noch nicht wirklich die Zeit, weil ein bisschen viel los war. Vieles zum Beispiel im Badezimmer ist auch noch so ein bisschen provisorisch. Also wenn ihr, meine Community, noch ein paar Tipps und Ideen habt, dann lasst mich sehr gerne wissen. Ich bin offen dafür. Ich mag das ja total, kreativ sein, basteln, heimwerken, ist genau mein Ding. Also wenn jemand noch Ideen hat, einfach ruhig in die Kommentare schreiben. Und ja, hoffe, ich lege mich gut ein.